Hallo Leute, weiter geht's mit Age of Wonders 4. Wir sind dabei, hier diesen Blockenhort platt zu machen, aber es hat alles nicht so funktioniert. Also, was heißt nicht so funktioniert? Es sind halt übelst viele Einheiten da gespawnt und jagen uns jetzt hier hinterher und wir haben die jetzt angegriffen. Wir schicken aber noch die Verteidigungsarmee aus unserer Kronstadt mit hierher. Mal schauen, vielleicht reicht das aus, um den Plagenhort da zu besiegen. Das Hauptproblem ist aber halt auch, der Plan war ja eigentlich, die Anja mit hier runter zu schicken. Geht aber jetzt nicht, da uns der Knilch, unser Nachbar, ich vergesse jedes Mal den Namen, das war auch schon so ein Problem bei AOW4, weil bei Civilization sagst du ja, uns greifen, was weiß ich, die Deutschen an oder so. Was sagst du hier? Das sind ja verschiedene Völker, verschiedene Fraktionen, da sollte man schon den Namen des Gegners wissen, aber ich habe ihn vergessen. Necron, ha, da fiel mir es wieder ein. Der hat uns den Krieg erklärt, hat auch schon anderthalb Armeen zusammengezogen. Da müssen wir aufpassen, können die Anja also nicht zum Plagenhort hier runterschicken. Ah, nur Probleme, nur Probleme. Attacke mit Sturmhieb. Stufe 3 Einheit. War in diesem großen Käfig drin. Ja, das ist schon ein anderer Gegner dann hier. Aber wir nehmen den Geisterwolf, weil der hat ja die Fähigkeit, dass er wiederkommt, wenn wir die Schlacht gewinnen. Wiederauferstehung. Den Golem stellen wir hier in die Mitte. Angreifen kann er leider. Hä? Ach, da war noch ein Gegner. Okay. Dann hier die Heileinheit dahinter. Und beruhigende Standarte. Wurde geheilt. Der Eisengolem und auch unser Geisterwolf. So muss das sein. Und mit der Nymphe könnte man aus der Entfernung noch Schaden anrichten. Verführen. 60%ige Chance. Revitalisieren. Heben uns mal noch auf. Greifen hier die Vögel an. Da ja kein Platz mehr ist, müssen wir mit den Pikenieren außen rumlaufen. Alles klar, und der hat ja irgend so eine Fähigkeit. Er teleportiert sich einfach mal hinter uns. Ich habe das noch nicht auf dem Schirm mit den fliegenden Einheiten. Ich denke immer, ja, wir machen zu und ja, kommt keiner durch. Aber das sind ja fliegende Einheiten. Das mit dem Teleportieren, gut, habe ich nicht gewusst. Da wurde unsere Pflanze angegriffen. Für solche Karten. Ja, wir hätten das anders machen sollen. Wir hätten die schnellen Einheiten außen rumlaufen lassen sollen. Ich wollte gerade sagen, da braucht man Kavallerie, aber wir haben ja Kavallerie dabei. Sturmhieb. Ich will nur mal schauen, passiert irgendwas, wenn der zu Boden geht? Glaube nicht. Windbarriere ist um 60% schwerer, diese Einheit mit physischen Fernkampfangriffen und Magieangriffen zu treffen. Ja, wir greifen hier mit einem physischen Angriff an. Das Sturmhieb war, kann er sich auch nicht wehren. Passt. Wir kommen ja auch nie raus mit der Einheit. Auch schlecht. Bedeutet, dadurch, dass der halt uns hier zu nahe gekommen ist, können wir halt auch keine Heilfertigkeiten einsetzen.
Wieso wehrt er sich nicht? Die Gegenschläge stehen gar nicht da. Soll uns recht sein. Ach, wahrscheinlich, weil sie das halt schon rausgekitzelt hat. Bannerträger kann leider nicht angreifen. Oh, clever gemacht vom Gegner. Die kriegen wir wegrationalisiert. Die nicht. Kommen hier halt nicht raus, das ist das Problem. Solche Engstellen. Wer solche Karten sich ausdenkt. Ah. Wir holen mal Beharren, Vorsitz. Ne, das Streben nach Ruhm, das ist Beharren. Vorsitzhalter raus, aber. Wartet, wartet, wartet. Erstmal noch mit den anderen hier arbeiten. Hä? Ich frage mich gerade, wieso kommen wir hier außen durch? Weil der. Ach, der kann übers Gebirge rennen oder was? Diese Einheit kann sich durch Hindernisse bewegen. Gut zu wissen, dann kriegen wir den ja doch noch gekillt. Auch wenn uns da die Krähen oder was das sind, ein paar mitgeben. Zu früh gefreut. Ah, wir kriegen ihn nicht gekillt. Aber wir könnten uns ein Stück wegbewegen, bringt aber nichts. Dann stehen wir hier vor den zwei Einheiten. Ah, so ein Mist. Es kommt halt davon, wenn man nicht genau sich durchliest, was der kann. Dass er sich halt teleportieren kann. Aber wo steht das? Hier. Ach, das ist auch noch so ein Angriff mit stromschlagende Phase. Weil der kann das. Ah ne, er hat Cooldown, okay. Also, das ist ein Angriff mit. Also hätte gar nicht gebracht, wenn wir uns das durchgelesen hätten. Außer ich hätte auf den Angriff da geschaut. Nervt mich, weil der nimmt zwei von diesen Einheiten raus hier, von unseren Heileinheiten. Oder von unseren Unterstützungseinheiten. Beharren hier auf die Truppe und fertig ist die Laube. Können nichts machen. Der Wolf ist gekillt worden. Aber er kommt wieder. Ich krieg die Motten, wenn ihr uns einen Eisengolem killt. Da wär's eklig. Die Pflanze hat sich gelohnt. Sie konnte einen Gegner ablenken und sogar vernichten. Den kriegen wir weggekloppt. Verführen, wollen wir es mal austesten? 66%, wenn es daneben geht. Nein, machen wir nicht. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Wir hauen Revitalisieren aus auf die ganze Truppe hier. Ist kein Instant Heal. Schlecht.
Ah ja. Sturmhieb und so. Sehr gut. Bewegen uns ein Stück weg und können jetzt frei Schaden machen. Zweimal Fehlschlag. Ohne Worte. Moral sinkt der Gegner, das ist gut. Und können nur noch Streben nach Ruhm machen, das lassen wir mal. Es sind nur noch zwei Einheiten über. Ich hoffe, die killen nicht unseren Eisengolem. Ah, die fliehen. Sehr gut. Der eine flieht. Giftsporn. Den mal den Rest jetzt her. Ah, er schafft's nicht ganz. Also, wir, sie, schafft's nicht. Aber du schaffst's. 26 Giftschaden. Krass. Wolf ist wieder da. Läuft. Armeeheilung bitte raushauen. Und wir warten hier auf neutralem Territorium. Auf die Armeeheilung. Und auf die Verstärkung, die hier unterwegs ist. Braucht nur eine Weile. Unser Herrscher ist, also unsere Herrscherin ist gestiegen. Oh, Spezialfähigkeit, Stufe 5. Gucken wir uns mal als erstes an. Fessel des Mana. Plus 30% Nahkampf, Angriffsschaden für 3 Runden. Gnadenloser Zorn, Elementarbeschwören. Beschwört eine zufällige Elementar Stufe 3. Massenverjüngung. Verbündete Einheiten. Ja, wir haben ja schon zwei Heiler dabei. Also, das ist eine Heilfähigkeit. Mobilisierender Segen. Gestärkte Verteidigung, gestärkter Widerstand. Mobilisieren. Was ist denn mobilisieren? 5 Moral zurück. Dunkles Ritual. Feinde im Einkreis von einem Feld erleiden Schaden. Alle Leichen im Einkreis werden zu Zombie-Einheiten. Nö. Das hier gefällt mir am besten. Elementarbeschwören. Zufällige Elementareinheit. Gönnen wir uns. Errungenschaft freigeschalten. Geheimtechnik. Und jetzt noch was für die Kriegskunst. Ja, wäre ich dafür. Halt, nee, das Kampfmagie, Kriegskunst hier oben. Sprint, Verteidigung. Verteidigung ist immer gut. Knollmoch hat Krähenfußlager fertig. In einer Runde steigt die Stadt. Das Rathaus könnten wir bauen. Stufe 3, aber das, ich glaube, das haben wir noch nicht einmal in unserer Stadt gebaut. Ja. Also da hat definitiv unsere Hauptstadt Vorrang. Baut mal das Rathaus. Dauert 3 Runden. War auch schon verstärkt, weil das geht dann ab. Wir hatten das vorher schon auch schon mal. Bei 5 Bevölkerung war irgendwas verstärkt worden und jetzt hier bei 10 wurde halt das Rathaus verstärkt. Wir haben mittlerweile 13 Bevölkerung. Das ist super.
Und in Knollmoch müssen wir halt jetzt noch was festlegen. Ritualmausoleum. Plus 10 Einnahmen durch Mana, aber noch mehr Stadtstabilität, die flöten geht. Wir könnten ja auch so eine Golem-Mine bauen. Pro angrenzenden Steinbruch. Halt. Golem-Mine. Schwupps. Pro angrenzenden Steinbruch. Das wäre dann hier oben ideal. Oder hier. Aber das haben wir halt noch nicht. Abtei. Das war mit der Farm. Pro angrenzender Farm. Runenschnitzlager. Pro angrenzenden Steinbruch. Das beißt sich ja. Goldmine und die. Also das sind ja beides das gleiche. Steinbruch, Steinbruch. Das Konvent bringt halt hier nichts. Oder wir setzen einfach mal aus. Die Nahrung. Eintreiberlagerung. Eintreiberlager. Wir setzen einfach mal aus hier. Dann wird halt nichts gebaut. Runde beenden. Ja. Magische Synergie, Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Warum? Wodurch? Handlung erfolgreich. Herzacker ist jetzt ein Vasall von uns. Sehr schön. Die Vainera wird durchdrehen. Der hat uns ja schon den Krieg erklärt hier. Der Necron. Zauberbereit Armeeheilung. Das ist gut. Das brauchen wir hier drüben. Die Armee soll sich mal bewegen. Und die Armeeheilung hauen wir raus. Viel hat es ja nicht gebracht. Also bei dem Eisengolem jedenfalls, oder? Hä? Oder war das so down? Kann natürlich auch sein. Wir warten definitiv noch auf die andere Armee. Wir merken uns mal, der Eisengolem hat 48. Also im neutralen Gebiet, um wie viel wir uns da heilen. Eisengolem 48. Regenbogenklee erhalten, schön. Silberzunge haben wir auch erhalten. Oh. Imperiale Essenzen. Aha, plus 10. Ah, schaut mal. Wir haben hier so einen globalen Effekt, weil wir alle drei Pflanzenarten in unserem Territorium haben. Silberzungenfrucht erhalten, ja. Die Sammlung ist abgeschlossen, alles klar. Knollmoch können wir noch eine Produktion festlegen. Bolzen, Mehrlader errichten. Belagerungsmagie. Das ist eigentlich ideal jetzt, ne? Weil wir halt kurz davor sind, eine Belagerung durchzuführen. Hoffentlich. Gewährtverzauberten Einheiten 10% Schaden. Belagerungsbrecher, der während einer Belagerung zusätzlichen Befestigungsschaden verursacht. Abreißer, wodurch sie verstärkte Hindernisse zerstören können. Gönnen wir uns. Komm, hau raus. Obwohl die Handwerkerwaffen auch cool gewesen wären rechts. Egal. Kann man sich eigentlich nochmal umentscheiden? Kann man, aber machen wir nicht. Na dann.
Knollmoch. Könnten wir jetzt auch das Rathaus bauen, aber warten wir noch ein bisschen ab. Wir gönnen uns hier die Waffenkammer. Einheiten warten wir auch mal noch ab. Na, wobei, wir könnten mal wir könnten schon noch ein paar Einheiten bauen. Vor allem in Sahadum, mir ist das so, keine Ahnung. Wenn hier irgendwo eine marodierende Armee rumrennt, eigentlich dürfte ja nichts kommen, aber eigentlich halt. Oder irgendeine Quest oder sowas passiert, mir ist es zu heiß. Kommt, baut hier einfach einen. Ach, wir können den Eisengolem bauen. Ich dachte, wir müssten den beschwören. Das ist ja krass. Das ist ja richtig genial. Hey, schaut mal, der kostet hier nur 4 Mana. Wartet mal. Dann bauen, lasst mal hier den. Ja, Verteidiger bauen. Der kostet nur 4 Mana. Der Eisengolem hier ist doch viel teurer. 24 Mana. Hängt das damit zusammen, weil der Elite ist? Oder weil wir den beschworen haben aus dem Kupfergolem? Wahrscheinlich, weil wir den beschworen haben. Und hier drüben wurde er ja zusammengeschraubt oder was? Hm. Knollmoch kann eine weitere Provinz annektieren. Die Provinzen scheinen sich gar nicht annektieren zu lassen, wo die alten Wunder drin sind, oder wie? Ich dreh durch. Oder muss das da vielleicht erst freigeräumt sein? Kann natürlich auch sein. Haben wir jetzt aber keine Chance, weil wir im Krieg sind, da eine Armee hinzuschicken. Aber wir nehmen das hier oben. Noch mehr Mana. Wobei, wir haben so viel Mana im Moment. Lass eine Forschungsstation bauen. Oder brauchen wir irgendwas Besonderes, um hier irgendwas zu verstärken? Drei Farmen. Dann lass die Farmen hier bauen. Schwupps. Fertig. Runde beenden. Ja. Eisengolem 48 HP. Jawohl. Haben wir uns gemerkt. Weiter geht's. Eisengolem 48 HP. Die heilen sich überhaupt nicht außerhalb unseres Territoriums. Was ist denn das für ein Quatschi? Verdammte Hacke. Das ist ja richtig dumm. Ach nee. Da ist noch was gewesen. Die Runde war noch gar nicht beendet, Leute. Wieso hat das hier abgebrochen? Nicht sicher. Automatische Erkundung aktiviert. Der will nicht. Dann halt bewegen und jetzt Runde beenden. Jetzt geht's. Na eben, was ist eigentlich mit unseren Verbündeten? Die müssten doch jetzt auch Truppen dorthin schicken. Müssen wir gleich mal nachschauen. Irgendeinen Tipp, was ist los? Geringe Stadtstabilität, ja. Wenn wir unsere Vasallen jetzt zu den Waffen rufen, der hat ja drei Armeen, fast drei Fullstack-Armeen rumstehen. Handeln. Krieg erklären? Nö. Ja, kann doch nicht sein. Also dafür hat man doch was sein, dass man die in den Kampf rufen kann, oder gibt's das ja gar nicht?
Ich sehe es nicht, dass wir jetzt sagen könnten, doch, Krieger Nekron der Auferstandene. Aber der schickte seine Einheiten nicht hin. Ach, Mann. Kann man jetzt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dass man halt sagen kann, so, jetzt schick mal deine Truppen dahin, aber der hat schon Krieg gegen den, nur schickt er halt die Truppen da nicht hin. Und Herzacker genauso, oder? Und die sind näher dran. Ebenfalls Krieg gegen Necron. Das ist ein riesen Nachteil von den Vasallen. Bisschen blöd. Nun gut, müssen wir durch. Die Armee braucht noch eine Weile. Eisengolem hat 53. Das macht's nicht viel besser. 5 HP auf neutralem Gebiet heilen. Wie geil ist das denn? Das sagt gar nichts. Wisst ihr was, jetzt will ich's wissen. Und wie man in Verbündetengebiet heilt. Weil das wäre dann nochmal eine feine Sache für die Vasallen. Dass man da seine Angriffseinheiten halt nochmal ausruhen lassen kann, wenn die schon keine Einheiten gegen den Kriegserklärer da selbst schicken. Hier können wir uns drauf vorbereiten, auf den Angriff. Hat echt nur die zwei Einheiten hier. Und mit der Anja, geh mal rein. Sonst noch was? Automatisch erkunden, bitte. Und da gehen wir rein, Leute. Attacke. Hä? Hafen? Hafenprovinz. Nicht mehr lange. Dann ist die Hafenprovinz weg. Hier hinten scheint schon wieder Verstärkung im Anmarsch zu sein für den. Also müssen wir uns auskäsen. Drauf geht's mit ihr. 20 Verteidigung, keine Ahnung. Mal schauen. Wie das. Ach so, wollten wir ihn erwarten? Belagerungsmagie? Nee, komm. Wenn hier hinten wirklich jetzt noch Verstärkung kommt, das bringt's ja dann auch nie. Wir gehen drauf jetzt. Also zur Belagerung. 1528 gegen 742. Belagerung beginnen. Kleinstadt. Du bist im Begriff, eine Belagerung zu beginnen. Oha. Wall of Text. Wenn eine Stadt ein Mauerwerk hat und du sie erobern möchtest, musst du sie erst belagern und ihre Verteidigungsanlagen durchbrechen. Eine Belagerung leitest du ein, indem du eines der 7 Stadtfelder mit mindestens einer Armee angreifst, die von einem Helden angeführt wird. Ja. Die Armee muss an die Stadt angrenzen. Ja. Während der Belagerung wird der Befestigungszustand der Stadt durch Befestigungsschaden der belagernden Armee gesenkt. Okay. Der Wechsel repräsentiert die Geschwindigkeit, wenn die Belagerung fortschreitet. Okay. Belagerungsprojekte. Der Befestigungsschaden während einer Belagerung ergibt sich aus einem Grundwert von 10. Aha. Belagerungsprojekte, die der Belagerer durchführt und belagernde Einheiten mit Belagerungsbrecher. Okay. Also hier geht es ja. Die Stadt hat nur 20 Befestigung.
Sobald der Befestigungszustand auf Null sinkt, kann der Angreifer zur entscheidenden Schlacht in die Stadt vorrücken. Das war doch bei AoW3 anders. Wir hatten jetzt bei dem angespielt, ich glaube, hatten wir kein Beispiel, dass da irgendeiner eine starke Befestigung ins Lager ringsherum hatte. Aber da konnte man doch auch bei AoW3, ich bin mit meinen Zwergen immer mit Leitern die Mauern hoch. Hat man dann vielleicht einen Malus bekommen, wenn man schon angegriffen hat? Bei AoW3? Weil, wie gesagt, oder vielleicht bleiben ja. Vielleicht ist es ja immer noch so, dass man dann mit Leitern hoch muss. Und, echt, keine Ahnung. Wir werden es sehen. So viel Spekulatius. Los jetzt hier. Startet die Belagerung. It takes a number of turns to breach the city's walls, depending on its fortification health. The following assault may be bloody, but a city is a valuable prize when captured. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet hier, dass wir ja nochmal so ein extra so ein extra Bildschirm bekommen. Du hast eine Belagerung dieser Stadt begonnen. Je nach Befestigung dauert es einige Runden. Ja, das haben wir verstanden. Um die Dauer der Belagerungsprojekte. Okay. Das ist nur eine Palisade. Durchbruch. Belagerungsprojekte. Das ist der Standardschaden. Basiswert. Wir haben anscheinend keine Einheit dabei, die irgendwie Belagerungsschaden macht. Die Mauern durchbrechen. Nutze Belagerungsprojekte. Mauern untergraben. Überstürzter Angriff. Einheiten, die die Stadt belagern, erleiden zu Beginn des Kampfes 20 physischen Schaden. Ach, das können wir jetzt auch sagen, oder wie? Nee, doch, wir können das sagen, aber es würde trotzdem noch dauern. Würden jetzt nicht instant angreifen. Verteidiger bedrängen. Mauern untergraben. Wir könnten diesen Bolzen Mehrlader einsetzen. Seite des Angreifers erhält zu Kampfbeginn und bis zum Ende des Kampfes zwei Bolzen Mehrladereinheiten. Das machen wir auf jeden Fall, Leute. Also es wird jetzt nicht dazu führen, dass wir nur eine Runde hier belagern, sondern das dauert schon noch zwei Runden. Aber es kostet halt auch 160 Gold. Und jetzt. Ja, war's das? Also, Verteidiger bedrängen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sofort angreifen könnten. Aber was ist denn der Unterschied zu überstürzter Angriff? Es würde uns jetzt auch nichts bringen, wenn wir das nehmen. Es würde auch trotzdem zwei Runden dauern, weil es sind ja 20, hat das hier. Diese olle Palisadenwall und dann hätten wir 19. Ich würde es ausprobieren, wenn es uns was bringen würde, aber es bringt uns halt nicht. Und das frage ich mich halt hier. Es geht natürlich jetzt um die Geschwindigkeit. Wenn dort oben nochmal zwei Fullstack-Armeen kommen, haben wir die Brille auf. Die 20 Schaden, die würden wir wegstecken. Wir machen das einfach mal. Belagerung aufheben. Diplomatie. Das hat halt überhaupt nichts gefragt. Dann nehmen wir es wieder weg. Warum sollten wir uns da extra Schaden zufügen? Wenn es einer von euch schon weiß, wie das da funktioniert halt mit diesem überstürzten Angriff, beziehungsweise zur anderen Fähigkeit, die wir jetzt gar nicht mehr. Ach hier, Verteidiger bedrängen. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir lassen es jetzt hier weg, weil ich dachte, jetzt kommt hier so ein Button, wo wir dann direkt angreifen können, aber nö. Diplomatie gehen wir auch nicht. Wir schließen das und warten halt ab. Das ist das Belagerungszeichen. Jetzt sind wir hier zwei Runden belagern oder wie? Anscheinend ja. Ja, da sind die Truppen aber da. Ach Mann, zwei Frontenkrieger sind
Mist. Der blöde Plagenhort da. Naja, gut. Was soll's? Freunde der Nacht. Und da fällt mir gerade ein, was wir verpasst haben, hier dieses Fokuskristall mit reinzunehmen. Oh, ich bin so ein Knilch. Ich bin so ein Knilch. Vom Allerfeinsten. Dauert 5 Runden. Ich vergesse das sowieso wieder. Die sind schon total angepisst. Naja, was soll's. Wir warten die 5 Runden ab. Ich hoffe, ich denke dann da dran das nächste Mal. Oh je, oh je, oh je. Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, wir haben das erste Mal hier so ein Belagerungsscreen gesehen. Däumchen nach oben, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.